Dann machen wir mal wieder eine Runde. Weil wir müssen ja noch eine ganze Reihe auf unserem Hotel oben drauf bauen und dann natürlich auch noch alles zumachen und dann auch noch die Veranda ringsrum verkleiden. Ich bin gerade ganz kurz im Gedanken verschwunden gewesen. Real Talk. Ich bin heute einkaufen gewesen. Immer so ganz selbstverständlich von der rechten Seite so: Ey, Erik, grüß dich. Ich so: Hey, hi, hab dich gerade gar nicht erkannt. Wusste ganz genau, das Gesicht und sowas kennst du. Und ich wusste auch, dass ich die Person schon mal gesehen habe und die mich wahrscheinlich auch kennt, sonst hätte sie mich ja nicht gegrüßt. Und dann bin ich weiter durch das Geschäft gelaufen und habe überlegt: Meine Güte. Wer war das denn jetzt eigentlich? Also, wie gesagt, Gesicht vertraut. Konnte es auch noch einigermaßen einordnen, dass das wahrscheinlich meine Arbeitskollegin war. Aber ich weiß bis jetzt nicht. Ich komm absolut nicht auf den Namen. Würde man mir jetzt den Namen hinlegen, ich würde sofort sagen, ja, genau, die war das und die hat das und das gemacht auf Arbeit und so weiter und so fort. Aber ich komme im Leben nicht drauf, wie die heißt, diese Frau. Ich weiß hundertprozentig, die war bei meiner alten Firma, wo ich gearbeitet habe bis 2017. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Weder wie die hieß, noch von wann bis wann die bei uns auf Arbeit war. Also ich habe absolut keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe mir früher auch immer aufgeschrieben, so, also auf dem Computer, Excel-Tabelle und so. Die Namen von den Kollegen und so weiter, was die halt für eine Position haben, wie lange die vielleicht schon in der Firma sind, Geburtstage und so, das habe ich mir mal alles aufgeschrieben. Aber das Ding ist, die steht da nicht mal drin. Jetzt war ich natürlich kurze Zeit am Zweifeln, ob die wirklich überhaupt sich mit dieser Firma identifizieren kann oder ob ich das einfach nur mit irgendwas verwechselt habe. Aber ich bin mir sowas von heftig sicher gewesen, dass die da in der Firma dabei war. Und ich habe dann, ich glaube gerade, dass ich einen Ansatz habe. Alter Schwede, ich habe gerade irgendwie, hat es jetzt in diesem Moment, hat es gerade gefunkt, weil ich habe gerade irgendwas mit der in Verbindung gebracht. Und das war nicht bei der alten Firma. Das war bei der jetzigen Firma, allerdings nicht da, wo ich jetzt bin, sondern noch da, wo ich vorher war. Wo ich immer noch weggefahren bin. Also ich weiß jetzt nicht. Ich sage jetzt einfach mal Neschwitz, wo ich vorher gearbeitet habe, war die gleiche Firma, eben ein anderer Standort. Dass die dort war und schlagartig fällt mir auch wieder der Name ein. Allerdings reißt es mich aus dem Kontext, weil ich wüsste nicht, was diese Person in Görlitz zu suchen gehabt hätte. Aber dadurch, dass ich jetzt wieder weiß, wer das war, muss ich dann direkt mal bei Facebook die Person suchen und fragen, was sie in Görlitz gemacht hat. Ich weiß es gerade wieder. Ich weiß es gerade wieder, wer das war. Verdammte Scheiße. Den ganzen Tag mache ich mir den Kopf drüber. Und jetzt plötzlich, weil ich jetzt gerade wieder Minecraft gerade wieder ganz kurz diesen Gedankenblitz hatte, dass ich ja immer noch am Überlegen war, wer diese Person war, fällt es mir doch auf einmal wie Schuppen von den Haaren. Ja klar. Aber wie gesagt, die wohnt normalerweise 50 oder sogar 60, ich weiß gar nicht mehr, wie weit das da war. Von Görlitz nach Neschwitz. Ich glaube 50 Kilometer oder so. Aber was macht die dann hier in Görlitz? Das wundert mich jetzt doch schon sehr. Muss ich die dann nochmal fragen, aber die war's. Die war's, das war nicht in der alten Firma und dann brauche ich mich natürlich auch nicht wundern, dass die in keiner Statistik auftaucht. Und in keiner Tabelle, die ich da mal, wie gesagt, gemacht habe über die ganzen Arbeitgeber. Ah, oh Mann. Klar. Wie war das? Das ist schon ein Ding. Schon manchmal lustig, was man da so für Anwandlungen hat, was man da so für Wege geht. Im Gedächtnis so. Oh, Alter, ich habe mich fast kaputt gemacht. Ich habe echt überlegt, ich dachte, Mensch, das kann da jetzt überhaupt nicht sein hier.
Das hat für mich keinen klaren Kontext ergeben, wie gesagt. Jetzt, wo ich weiß, wer es ist, ergibt es zwar einen Sinn, aber reißt mich natürlich wiederum aus dem Kontext, weil was treibt die hier? War sie bloß zu Besuch oder wohnt die jetzt hier gar? Das wäre gut zu wissen. Aber jetzt auf jeden Fall, ich weiß gerade, wer diese Person ist und das macht mich happy, weil ich hätte wahrscheinlich sonst nicht gut schlafen können die Nacht, weil ich mir die ganze Zeit irgendwie eine Platte gemacht hätte. Wer war denn das, die mich da gegrüßt hat? Das ist schon manchmal komisch. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber mal sehen, ob ich jetzt hier rüber springen kann. Jawohl, hat super geklappt. Ich gehe dann mal da hoch. Ist vielleicht sicherer. Aber jetzt mal wieder Real Talk. Kennt ihr das? Ihr werdet gegrüßt und wisst auf Teufel komm raus. Also ihr grüßt zwar natürlich erstmal gnädig freundlich zurück. Ey, hi und so. Und aber im Nachhinein so, Gott, wer hat mich da jetzt gerade gegrüßt? Wer war denn das und so weiter? Kennt ihr das? Also ich habe das schon so oft erlebt. Manchmal muss ich ganz kurz überleben. Manchmal frage ich dann auch kurz die Person gleich nochmal. Hier, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Ich weiß dich gerade nicht mehr einzuordnen oder so. Das ist halt der Nachteil, wenn man wirklich so viele Leute kennt und schon bei so vielen Arbeitgebern war, dass das ist dann teilweise wie weggeblasen. Kann ich echt, kann man nicht anders sagen. Blöd jetzt. Ich kann eigentlich gleich hier hochgehen können. Na, ich mach's mal so. Den Sand, den können wir. Oh, jetzt war ich gleich wieder runtergeknattert hier. Den Sand können wir später immer noch wegbuddeln. Nee, ist echt so. Also ich meine, man wird gegrüßt, man grüßt ganz selbstverständlich zurück und dann im Nachhinein so, Alter, wer war das denn jetzt? Ich weiß nicht, ob er es kennt oder ob es mir bloß so geht, weil ich langsam senil werde oder was. Keine Ahnung. Wie gesagt, manchmal so grüßt dich jemand dann so, warte, 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 ich stehe gerade auf dem Schlauch. Dann sagt die Person meistens einen Namen und das reicht mir schon. Oder irgendein Stichwort. Aber heute, das ging so schnell so, hi Erik, ich so, hi, ach hey, jetzt musste ich gerade ganz kurz überlegen. Bin aber in dem Moment schon weitergegangen und die ist auch in einem anderen Regal abgebogen und dann habe ich die aber auch nicht mehr gesehen, sonst hätte ich safe, hätte ich dann nochmal gefragt. Einfach so im Vorbeigehen dann und dann, wo sie weg war und ich weg war, dachte ich, Moment. Moment, wo? In welche Schublade steckst du diese Person jetzt gerade? Das ging mir nicht in die Rühe und jetzt in diesem Moment fällt mir das ein, ey. Ha! Gott, ey. Man ist echt schon dämlich. Man ist echt schon dämlich geworden, ey. So, ich würde jetzt mal, bevor ich hier noch die Zimmer hochziehe, würde ich jetzt mal hier noch außen die Verkleidung, aua, vom Balkon machen. An der Veranda hier, damit man dann wenigstens mal sieht, wie das dann aussehen soll am Ende. Da kommt dann natürlich logischerweise ein Zaun drauf. Natürlich auch Birkenzaun. Birkenholzzaun und oh, mal kicken. So. 31, weißt du was? Da kann ich sogar noch problemlos die andere Seite machen. Wenn das jetzt nur 31 Blöcke waren. Das ist ja schön. Nee, es ist Wahnsinn, wie da einem manchmal der Kopf was vormacht, ey. Musste echt übelst lange am Überlegen bist, so wer war das jetzt denn? Wo steckst du den jetzt hin und einmal auf. Das einfach ganz genau reicht hier, geil. So, den Sand können wir wegbuddeln. Das war ja nur so zur Hilfe, dass wir da hochkommen. Ja, und jetzt eigentlich bis auf da hinten dann die Zimmer. Muss eigentlich wirklich nur noch der Deckel oben drauf. Also das heißt, wir müssen noch ein, zwei Mal in die Schafe gehen. Und dann haben wir's. Aber erstmal werde ich hier hinten noch mal ein bisschen am Sand rumkrebsen. Jetzt, wo ich weiß, dass wir aus dem Sand auch Sandstein machen können, ganz bequem, ist das natürlich auch alles kein Problem mehr. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder.